Hallo und herzlich willkommen zu diesem Highlight-Video der E3-Pressekonferenzen. Ja, wie so viele andere YouTuber und Streamer auch, habe ich mich ja dieses Jahr dran gesetzt und die E3-Pressekonferenzen gestreamt, größtenteils so eine Live-Reaction zu bekommen, aber natürlich auch deswegen, damit ich nicht von irgendwelchen anderen Leuten gespoilert werde. Und ja, ich muss sagen, grundlegend hat das Ganze ja auch gut funktioniert. Bis auf hier und da eine technische Schwierigkeit und so. Aber grundlegend, wie gesagt, lief das eigentlich ganz gut. War auch ziemlich interessant, waren einige sehr interessante Spiele dabei. Und ist alles in allem eigentlich ein ganz schöner Stream geworden, beziehungsweise zwei Streams. Das Ganze ging ja doch eine ganze Weile. Jeweils 7 Stunden pro Stream und das, wie gesagt, 2 Streams sind also 14 Stunden, die wir da bloß mit Trailern und Pressekonferenzen und sonst irgendwas verbracht haben. War also schon eine lange Zeit, aber wie gesagt, es hat sich schon gelohnt, weil da einige sehr interessante Sachen dabei waren. Und ich kann natürlich verstehen, wenn einige Leute jetzt sagen, dass diese über 14 Stunden jetzt sehr lang sind, um sie natürlich nachzuschauen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich von den ganzen Sachen oder von den ganzen Pressekonferenzen, so muss man sagen, ein kleines Highlight-Video zusammenschneide. Und nicht ein Highlight-Video, wie man es vielleicht schon kennt, von wegen, ja, die besten Spiele oder die Top-Momente oder auch die größten Fails oder so irgendwas der E3, sondern grundlegend nicht die Momente der E3, sondern die Momente des Livestreams tatsächlich. Also, ja, wie gesagt, die witzigsten Kommentare an sich von mir, beziehungsweise vielleicht auch von der Pressekonferenz selber. Dann natürlich irgendwelche witzigen technischen Schwierigkeiten, irgendwelche zynischen Kommentare zu irgendwas, merkwürdigen, was da gerade eben läuft und so weiter und so fort. Also wenn es irgendeine witzige Stelle gab oder man irgendeinen witzigen Kommentar dazu geben konnte, dann habe ich das so mal in das Highlight-Video genommen. Dadurch entstehen natürlich nicht bloß die Top-Momente, beziehungsweise nicht bloß die krassesten Spiele oder so irgendwas, die da gezeigt werden, sondern eigentlich so mehr oder weniger alles, vor allem halt das, wozu man guten Kommentar abgeben konnte. Ist natürlich so grundlegend gemischt, also ab und zu natürlich auch ein bisschen Kritik dabei oder auch einfach ein bisschen Lob, falls irgendwas sehr, sehr cool ist. Und ich denke mal, dass es so ganz gut gepasst hat, dass man das Ganze dann auch ein bisschen runtergebrochen hat. War halt dann doch schon ein bisschen arg lang mit diesen über 7 Stunden pro Stream. Und deswegen habe ich jetzt auch nur den ersten Stream drangenommen. Der zweite Stream kommt dann theoretisch als Extra-Video dann in den nächsten Tagen nochmal hoch. Und dann ist das auch so ein bisschen getrennt, damit es dann halt auch nicht zu viel wird, sage ich mal. Beziehungsweise, dass man trotzdem nochmal ein paar Momente drin lassen kann, ohne dass das Video eben zu lang wird. In dem Video jetzt habe ich, so wie ich die Livestreams auch geschaut habe oder beziehungsweise halt die Pressekonferenzen auch geschaut habe, habe ich es jetzt geschnitten. Das heißt, zuerst kommt dann Square Enix, was live war, dann EA, was schon vorher übertragen wurde, also was wir dann bloß im Video angeschaut haben, genauso wie die Devolver Pressekonferenz und danach dann noch Ubisoft und die PC Gaming Show, die wir dann nochmal live gesehen haben. Das ist dann so alles im ersten Video drin, davon gibt es dann die Highlights heute, sage ich mal. Und dann, wie gesagt, von den restlichen Pressekonferenzen gibt's die dann im nächsten Video. Und da wird auf jeden Fall auch wieder ein bisschen was Interessantes kommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil, ja, zum Beispiel Nintendo war ja auch in der nächsten oder ist in der im zweiten Stream gekommen. Und das war ja auf jeden Fall schon ziemlich interessant, was die gebracht haben. Ich kann dazu auch nochmal sagen, wenn ihr vielleicht Interesse habt, die E3 auch nochmal aus meiner Sicht an sich zu sehen, dann könnt ihr natürlich auch gerne auf Twitch gehen. Da sind auf jeden Fall auch alle Pressekonferenzen als Highlight-Videos nochmal da in kompletter Länge und die könnt ihr euch dann ja auch nochmal komplett anschauen, falls ihr nochmal irgendwelche Hintergründe zu den Highlights haben wollt oder sonst irgendwas oder euch einfach nochmal irgendwas interessiert, dann wie gesagt, da könnt ihr dann auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Und ja, dann würde ich es jetzt eigentlich damit belassen, war einfach bloß nochmal kurz, um das zu erklären, was in dem Video gleich so passiert. Und dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß
mit diesem kleinen Highlight-Zusammenschnitt der ersten paar Pressekonferenz. Absolut kranke PK, okay. Ja, ja, wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall alle anschauen. Microsoft hat richtig geliefert. Wie war's denn? Es war... Der Jubel rollt! Nur jetzt! Okay! Wo? Wo? Warum? Für Hallo? 169 ich weiß nicht mal woher! Bis Dienstag zu jedem Nein! Lass mich! Dazu halt die Schnauze! Und der gesamte Einkauf ist fast geschenkt. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, wo die... Wo kam das her? Ich weiß gar nicht mal, wo die Werbung herkam. Ich habe gerade schon ein paar Tabs offen, aber wie gesagt, keine Ahnung. Mediamarkt hat auch eine PK, ja? Eindeutig. Richtig merkwürdig. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die herkam. Body here. Looks recent. Guards up. They can't be... Looks recent? Du hast dich gerade umgedreht und er ist draufgegangen. Muss in den letzten paar Sekunden passiert sein. Oh. Okay, hi. Du bist im falschen Spiel. Nee, warte, was? Okay. Interessant. Guck mal, die Avengers 4 Ankündigung. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was das ist. Babylon's Fall. Okay. Sagt mir jetzt gar nichts. Sah aber irgendwie interessant aus. Also, je nachdem, was es genau war. Man hat ja noch nichts gesehen, außer sehr viel Background-Story. 2019, okay. You will now be able to move these weapons around on the battlefield and gain advantage. And our renowned destruction system is back. Wie das aussah, der Typ da noch drin sein. So, well, you can't really hide from the... Let's talk about our single player. Sie fahren durch Häuser, 13 Jäger waren beeindruckt. Ja, ich meine vor allem, wir haben jetzt Kostüme. So, okay, interessant. Das haben Spiele vor 20 Jahren schon gemacht. So, does that mean I get to like hold a lightsaber? Yes. Star Wars Spiel, wo man Lichtschwert hält. Ist ja krass. Was ist ein Respawn? Kennt man die? Hätten sie es nicht wie Nintendo machen können, aber so ein... Achso, vielleicht doch. Welches Star Wars jetzt? Letzter wurde Nintendo kritisiert, dass sie nur ein Logo für Prime 4 haben. Dieses Jahr haben wir einen Entwickler inmitten der Crowd, der einen Titel sagt. Achso, ist... Ja, okay, ist wirklich nicht mehr. Okay, interessant. Aber wusste ich jetzt auch noch nicht. Aha. Fallen Order. Thank you. Jedi would win a crowd. By far the most popular update of the game, and the team loved building Ewok Hunt. So, hey, in 5 Sekunden GIF. We're currently okay. In our Han Solo season with content. Oh, okay. Dann ist das da Geonosis? It's only fitting that we begin on the planet Geonosis. Ja. Featuring multiple levels. Ist halt wie A Way Out bloß mit Wolle. Take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. Oh. Okay. So thank das you, ist interessant. Thank you to the team at Colby. Back in 2015, das ist mal eine Ankündigung. With the original Unravel. Okay, ja. Ist das nicht dasselbe, was letztes Jahr schon dran kam? Bin jetzt zumindest ein bisschen uninteressant. That's awesome. Okay, now the past... Ich finde euch immer noch uninteressant. Nein, noch mehr Madden. Was? Hölle. Lass mich in Frieden. The most efficient way to destroy the opponent's base is with this giant nuclear missile in the center of the map. Control the missile okay. By standing on a majority of the control points. Was ist das? Let's get to this map. Das, mein Freund, ist die Revolution des Gamings. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher darüber. Now, Mike, it's going to be a real class of these gaming styles and the competitive backgrounds that these players have. It should be a great match. It really is. Wenn du noch auf Stand von Mensch ärger dich nicht bist, dann denke ich schon, ja. EA versucht wirklich, E-Sport-relevant zu sein. Das hier ist der neue E-Sport. Eindeutig. Going for the anti-infantry like every guy to create amazing entertainment.
Generation. Now, Generations? Generations Ultimate. Was? Er spricht, was ist das? Ach so. Aber nur mal ein völlig übertriebener Trailer für so ein billiges Handyspiel. Ist klar. Braucht man ja. Wieso hat der keine Haare? Loads of scars nearby. Be careful. Eine Menge Scars und die einfach los. Pipiu, pipiu, pipiu. Das sah halt null so aus, als wären die Typen gefährlich. Die tun mir irgendwie schon leid. In just a few moments, the FIFA 18 World Cup Live Tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the game. Schnell weg. But I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference. And have a great weekend. Ja, okay. Also ich muss sagen, war jetzt gar nicht schlecht. Sage ich jetzt mal. Also, Waste of Time war es jetzt nicht. Ist nur FIFA. Ja, wir schalten ja weg nach FIFA, nach dem... Meine Güte, als ob ich mir jetzt das FIFA-Turnier angucke. Ist klar, ne? Logisch. Dafür bin ich ja bekannt. Guten Tag. Na, schön euch zu sehen. Aber wie gesagt, ich werde mir jetzt keine anderthalb Stunden lang FIFA angucken. Meine Güte. FIFA Battle Royale. FIFA Battle Royale wäre interessant. Jeder gegen jeden. Mit 22 Toren auf dem Platz. Cutting Edge. Er sagt sehr viele Worte, ohne tatsächlich was zu sagen. Ja, genau. Ist das jetzt nur ein Gag? Ja, ist es. Okay. Aber sie machen sich über Battle Royale-Spiele lustig, bringen dann aber ein Zombie-Survival-Game raus. Das ist so Willkommen 2015, oder? Die machen solche Meme-Spiele. Ja, ist das jetzt auch wieder ein Gag gewesen oder keine Ahnung? Also, spätestens jetzt hätte ich ausgeschalten, ganz ehrlich. Ich sag's jetzt mal so, wir gucken weiter, aber jetzt hätte ich ausgeschalten. Zombie Survival im Stil Early Access wohlgemerkt, ja. Weil wir kommen halt gerade null voran. And gentlemen, I am thrilled to introduce you to our newest product. Das ist nicht von der Pressekonferenz. Ich habe kurz... Was haben Sie erwartet? Ich habe kurzzeitig gedacht, dass es tatsächlich von der Pressekonferenz gewesen wäre. Das ist das Witzigste an der ganzen... Die Pressekonferenz hat mich bisher so verarscht, die ganze Zeit, dass ich gerade im Echt dachte, dass sie da tatsächlich Werbung geschalten hätten. Das hätte ich jetzt gerade erwartet. Das hätte halt gepasst und das wäre irgendwo auch witzig gewesen. Aber das Witzigste ist, dass es nicht so ist. Dass es jetzt halt tatsächlich so war. Oh. Mein Problem ist halt gerade eben, dass es zu lang ist. Das mag ich nicht. Hardware overflowing with classic games of yesteryear, asking you to pay a ridiculous premium for games that you owned 20 years ago and will be utterly disappointed by playing again today. Somehow. Nein. You all are buying. Komplett falsch. Die Spiele sind immer noch Klassiker. Und mehr Klassiker als die Devolver-Spiele je sein werden. Tut mir leid. Aber nein. Das ist... In 20 Jahren wird man sich immer noch an Donkey Kong Country 2 und Super Metroid erinnern. Aber nicht an meinen Freund Pedro. Und nicht an Scum 2. Das ist halt das. Balloon Fight ist schon großer Müll. Ja, ich habe nie gesagt, dass jedes Spiel ein Juwel drauf ist. Und wir reden jetzt gerade von NES. Aber SNES zum Beispiel auch. NES ist nochmal was anderes. Aber gerade SNES, da sind halt wirklich Juwelen drauf. Wie gesagt, die sind auch heutzutage immer noch nicht Schrott.
wie gesagt, klar, Balloon Fight. Auch Donkey Kong zum Beispiel. Ist zwar ein Klassiker, aber ja, ist natürlich, das ist definitiv in die Jahre gekommen. Make America great again. Okay. Der war gut. Der war gut. Das ist doch mal eine Möglichkeit, um allerdings noch eine Pressekonferenz zu starten. Okay. Ich meine, ich kann nicht viel mit der Beyond Good und die Evil-Reihe anfangen, beziehungsweise ich hab's halt noch nie gespielt. Ah, der Trailer sah stark aus. Kannte man jetzt so, denke ich auch noch nicht. Ist Trials immer noch relevant? Tatsächlich. Ich dachte, irgendwann stirbt sowas aus, aber scheinbar nicht. Ist irgendwie so ein bisschen immer cool zu sehen, ja. Oh, das war cool, über die Lampe. Das war eine sehr coole... Oh Gott. Weißt du, weil das Feuer nicht gereicht hätte. Okay. Es ist der, wie töte ich meinen Fahrer am effektivsten Simulator. Gut, du kannst natürlich schon coole Tricks machen, das ist schon wahr. Also es sieht schon cool aus. Ich frag mich bloß, ob es dafür neue Spiele immer wieder braucht. Das ist halt das. Rising, okay. Interessant. Naja, es sieht spaßig aus. Wie gesagt, das... Oh, das wäre so... Oh, beinahe. Das wäre so cool gewesen. Oh Gott. Die tun da mir echt schon ein bisschen leid, muss man sagen. Ich glaube, das ist das Witzigste an dem ganzen Spiel, aber die Fails zu sehen. Klar. Ein Meer aus Öl. Die Armen, ja. Eine Musik passt auch so schön dazu. Und das muss ich sagen, ist viel mehr mein Humor und viel witziger, finde ich, als die ganze Show von Devolver. Aber bloß so dieses kleine Event, weil es ist irgendwo einfach witzig. Die Musik passt halt auch gut dazu. Es ist einfach schön. Man hat sich Gedanken darüber gemacht und hat es wahrscheinlich auch selber witzig gefunden. Das ist das. Habe ich gar nicht gesehen. Ist. Ach, krass, tatsächlich. Sehr, sehr cool. So viel zu nichts Gescheites. Wir haben auch Grant Kirkhope eingeladen. Nice. Das hätte ich jetzt eher von Nintendo erwartet, aber ja, Ubisoft arbeitet ja doch gerade ein bisschen. Mit King Arthur Musik, sehr schön. Großartiger Film, großartige Musik. Die passt hierfür natürlich genauso gut. Skulls and Bones. Das sieht super interessant aus. Da war letztes Jahr was, nicht wahr? Also sah nicht so aus. Gut, das war jetzt halt ein Cinematic Trailer. Okay, also das Gameplay sieht schon mal sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir doch mehr als das, was ich letztes Jahr oder was ich davon in Erinnerung hatte. Ich denke, man sollte sich nie ein Beispiel an Skylanders nehmen. Das ist eine coole Sache. Ist echt cool, dass Ubisoft und Nintendo so nah jetzt zusammenarbeiten. Es gibt keine Ubisoft-Konferenz mehr ohne... Nee, Quatsch. Aber doch, ja, ohne Nintendo Collab. Was meinte ich? Welcome Star Fox in Starlink. Battle for Mr. Miyamoto. Natürlich. Hätte mich jetzt fast schon überrascht, wenn er nicht da gewesen wäre. Also doch. Ich dachte zuerst, dass er zuerst käme. Ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt einfach keine Ubisoft-Konferenz mehr ohne Miyamoto. Sehr cool. Ich glaube, wenn ich mir Starlink kaufen würde, dann nur für die Switch und würde die ganze Zeit nur Star Fox spielen. Weil ich glaube, der Rest des Spiels wäre nicht so interessant für mich. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mich gerade eben anmacht. Das ist ein Verzweiflungsmove.
Also es ist natürlich eine schöne Sache, aber ja, da versuchen sie jetzt einfach nochmal das rauszubringen. Ich finde das T-Shirt cool, aber es ist das Einzige. Es ist Sauron! Was macht der denn da? Er hat den Collab. Ich glaube, Formel 1 Rennwagen machen sich nicht so auf normalen Straßen. Aber egal, es passt zum Trailer, es sieht cool aus. Aber ich glaube, so weit wäre er nicht gekommen auf so einer Straße. Aber ja, das ist grundlegend dasselbe, was wir letztes Jahr gesehen haben, oder? Das ist doch nichts anderes von The Crew 2. Das ist ein gut. Ach, Odyssey. Oh. Das ist ein Creed, sieht dann ja nicht mehr danach aus. Naja, Origins sah ja noch danach aus. Ach, aber ich dachte, du hättest einen Witz gemacht vorhin mit Assassin's Creed Odyssey. Ich dachte, du hättest da einen Witz gemacht mit dem Dings, weil du danach nur Rabbids geschrieben hast. Dachte ich, du meintest, du spielst auf Mario Odyssey an. Okay, ach krass, wusste ich gar nicht. Okay. Assassin's Creed Odyssey is more than just an adventure. It truly is a role. Sieht aber cool aus. Ja gut, das mussten sie jetzt machen. Nach Unity damals, nach dem Shitstorm, war es so klar, dass sie männlich und weiblich bringen. Also das Setting finde ich schon mal sehr cool, weil ich finde gerade dieses antike Griechenland, vor allem mit der Mythologie. Ich hoffe, dass Mythologie ein Spiel ist. Weil einfach bloß Soldaten kloppen ist langweilig, aber du willst Minotauren, Zentauren kloppen und sowas alles. Das will ich halt haben. Bei dem Spiel. Ich hoffe, das ist dabei. Wäre schade, wenn nicht. Genesis Origins, toll. Na gut, mal sehen, wie viele Origins Reskins wir dann noch bekommen werden. Hello, hello, hello to everyone online. Ach. Welcome to the PC Gaming Show. Was macht der denn da? Ach, ist ja cool. Das gefällt mir jetzt. Ich komme echt nicht drauf. Grabbelt mal einfach die Büsche weg, klar. Sehr gut. Factorio, genau, dankeschön. Wirklich, ich bin heute furchtbar, was Spieletitel angeht. Okay. Aber mal ein paar Kettensägen. Das sieht aus wie Factorio, bloß in 3D. Das sieht niedlich aus, wenn man auf dem Planeten rumfährt. Okay. Das ist irgendwo cool. Das Spiel sieht aus wie ein Genji Adventure. Ich wollte auch sagen, so zwischendurch sah das halt echt aus wie Genji. Ich bin echt verwirrt. Irgendwas sagt mir das, glaube ich, aber ich weiß nicht wirklich. Warframe ist riesig. Okay. Okay, wir haben jetzt irgendwie schon das übersprungen. Wir sind jetzt schon bei irgendeinem. Was zur Hölle? Okay. Du prügelst dich jetzt also auf Motorrädern, das ist Battle Royale und Motorcycles. Was zur Hölle? Ja, genau. Der Hai flutscht an Land. Vor allem hat es nicht gerade ein Krokodil. Ach so, du spielst den Hai. Jetzt verstehe ich das. Das sind einfach bloß ein paar Dings, ein paar Images, die da. Das ist ja an sich schlimmer als Five Nights at Freddy's. Das ist ja, um AVGN wieder aufleben zu lassen, gerade eben. Das war ja schlimmer als diese Tiger Game Uhren. Imgur, The Game, ja. Was zur Hölle ist das? Das war ein Tiger Game, nicht wahr? Das ist ja schlimm. Google Images Battle Royale. Nein. Was? Wir sind in einem mysteriösen Radieschenkeller. Könnte ein gutes Flash-Game werden, ja. Was passiert hier? Was ist das? Das ist Axiom Verge plus in 3-Bit. Der Hive ist evolving. Nein. Ja, das meinte ich auch gerade eben.
Axiom Verge, jetzt in halber Grafik. Gott, war das ein Oktopus? Was zur Hölle? Okay, interessant. Jetzt werden die Spiele ein bisschen merkwürdig. Gerade eben war es aber nur langweilig, jetzt wird es so okay. Es ist Bastion. Oder so, oder Nummer 5. Eins von beiden. Oder Wally, ja stimmt. Wally war auch niedlich. Oh nein, wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an die CDI-Animation. Das ist genau der Artstyle. Das sieht aus wie so, wie Link-Spiele, die Verbotenen. Oh Gott, ich hab grad eben Panik, dass mir irgendwelche hässlichen Leute ins Gesicht springen. Das ist genau dieser bunte, eckige Artstyle. Fratze des Bösen, ja genau. Was hätten wir es mit dem Spiel überhaupt gemacht? Sind einfach da und sehen kacke aus. Na, das war ein Desert Exploration Game. Da sagt der Name schon, was man tut. Erkundet ist die Wüste. The mission is to find a new home for the crew on board of this ship. Wieso besteht die Crew bloß aus Glatzenklonen? Dead Space. Feel free to experiment with DNA. An alien. Oh, was bist du denn? Das war ein Zerg. Ready your weapons. Okay. Bitte auf das Space. Das ist ja wie bei Atari, ja. Stimmt. Das sind halt echt Zerg. Das sind ganz wieder Bruce Willis, ja. Jetzt neue StarCraft Bruce Willis Version. Ist man ein Magier oder hat man eine Kanone? Ich kann das nicht ganz erkennen. Ich bin mir da nicht sicher. Nee, es sieht eher aus wie ein Magier. Vielleicht ein Magier mit Kanone. Neuter. Das ist cool. Wenn du mal einen halben Berg wegsprengen kannst. Das ist ein Dance Battle. Es ist halt tatsächlich ein Dance Battle. Es ist tatsächlich ein Dance Battle. Wo ist Star-Lord, wenn wir ihn brauchen? Was ist das jetzt? Was ist das alles? Wie läuft sie denn? Just Dance Battle Royale. Wieso tanzt da alles? Was ist hier los? Und wie läuft sie? Wieso läuft sie denn so? Das ist... Jeder läuft da so. Als hätte irgendwie eine Genickstarre oder sowas. Was ist das denn? Gott. Es wird spät. Die Spiele werden langsam echt schräg. Wir müssen echt langsam aufhören. Das ist keine natürliche Haltung. Und was ist das überhaupt? Hublatz.